Hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zu unserem Protestpicknick und wir gehen jetzt alle auf die Kreuzung hier. Fahrradaktivisten und Anwohner besetzen eine Straße in Berlin-Kreuzberg. Eine von vielen Aktionen in den vergangenen Monaten in der Hauptstadt. Immer geht es auch um die Frage, wie Mobilität in der Stadt in Zukunft aussehen soll. Konkretes Anliegen in der Katzbachstraße: mehr Sicherheit, besonders für Kinder. Wenn Sie sich die Radwege ansehen, die sind hier auf die Fahrbahn verlegt. Für Erwachsene mag das eine gute Sache sein, aber für Kinder, die ja auch von der Größe her deutlich kleiner sind und schlechter zu sehen sind, ist es schon eine brenzlige Sache, zumal die Radwege oft zugeparkt sind und die Abstände zu den Radfahrenden überhaupt nicht eingehalten werden. Unten auf der Kreuzung, die man auch als Schulkind nicht umgehen kann, wird ganz viel bei Rot auch drüber gefahren. Die LKWs brettern hier lang und diese Gefährdung der Fußgänger, das macht mir eigentlich am meisten Sorge. Am liebsten Fahrradstraße. Ja. Wir haben hier eine grüne Bezirksbürgermeisterin und ich finde, die dürfte auch liefern. Berlin hat zwar seit rund einem Jahr ein Mobilitätsgesetz, das Fahrradfahrern und Fußgängern Vorrang bei der Verkehrsplanung einräumt, ein Novum in Deutschland. Die Umsetzung allerdings geht den Bewohnern der Katzbachstraße viel zu langsam. In Großstädten ist die Mobilitätswende mittlerweile ein Thema, das Wahlen zumindest mitentscheiden kann. Verkehrsminister Scheuer reagiert, nicht nur indem er sich ein fahrradfreundliches Image in den sozialen Medien zulegt, sondern nun auch mit Vorschlägen für eine Novelle der Straßenverkehrsordnung. Kommen soll ein Halteverbot auf Schutzstreifen, also auf Fahrradspuren. Bisher dürfen Autos bis zu 3 Minuten dort halten. Bußgelder für Falschparker sollen erhöht werden. Innerorts 1,5 Meter, außerorts 2. Diesen Abstand müssen Kraftfahrzeuge künftig beim Überholen von Radfahrern einhalten. Bisher ist nur ein ausreichender Seitenabstand vorgeschrieben. Lkw sollen innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit, also mit maximal 11 Stundenkilometern, abbiegen dürfen. Beim Rechtsabbiegen übersehen Lkw-Fahrer Fahrradfahrer häufig im toten Winkel. Meist enden diese Unfälle tödlich oder mit schweren Verletzungen. Ein Erfolg für die Fahrradlobby, die aber kritisiert, dass Scheuer das übergeordnete Straßenverkehrsgesetz nicht angehe, das dem motorisierten Verkehr nach wie vor ein klares Privileg einräumt. Na, an der Novelle sind ein paar tatsächlich gute Punkte angekommen. Da wird viel mitgedacht, was in den letzten Jahrzehnten versäumt wurde, aber es ist noch lange nicht genug. Nicht nur die StVO muss angefasst werden, sondern auch andere Straßengesetze. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es nicht unbedingt nur um Radverkehr, sondern wirklich um das große Thema, wie wollen wir eigentlich in unseren Städten leben? Darüber haben die Anwohner der kurzzeitig besetzten Straße in Kreuzberg schon klare Vorstellungen. Sie wünschen sich eine reine Fahrradstraße für mehr Sicherheit. Eine verkehrsberuhigte Straße könnte zudem auch leerstehende Ladengeschäfte wieder beleben, hoffen sie. Am Ende der Aktion wartet allerdings erst einmal die Realität. Und die ist groß, laut und stark motorisiert. Der nächste Laster steht schon bereit.